Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, wir haben erfahren, dass hier Gäste nicht erschienen sind. Und deswegen müssen wir jetzt hier einmal mit dem Pferd... zack, die Gäste abholen. Gehe ich mal von aus. So. Und irgendwo sind die Gäste. Die Frage ist nur, wo sind die Gäste? Oh, da ist der Schrein. Also es stimmt mit dem Schrein. Das war jetzt sauknapp. Warum hast du mich denn jetzt runtergeschubst? War ich dir ein bisschen zu wild? Ach, Schrein, Krog, Mann! Alles auf einmal. Machen wir erstmal hier den Schrein. Wo könnten die denn dann sein? Egal, erstmal schauen, was wir jetzt hier für einen Schrein haben. Kampftechnik werfen. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergangenen Tagen. Und ich kann es nicht überspringen. Wie immer. Okay, zum Glück sind hier Waffen an der Seite. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Der schießt nach mir. Die Holzfalle nehme ich trotzdem gerne mit. So. Ausgezeichnet. Der Treffer mit dem Pfeil war nicht ausgezeichnet. Du hast alle Techniken gemeistert. Zum Inneren wird mir der Bereich gewährt. Bla 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 bla. Gut, kennen wir. Ah, vielleicht hat er da oben noch ein paar Bögen. Ne, das will ich nicht. Konstruktbogen. Das war der, der... Ah, warte mal. Nein. Den will ich wieder ablegen. Das lohnt sich nicht. Und so viele Pfeile hat er jetzt auch nicht verschossen. Naja, egal. Ja, super. Jetzt krieg ich so eine blöde Lanze. Okay. Aber ja, wir haben jetzt damit herausgefunden, überall, wo so eine Wurzel ist, ist oben ein Schrein. Das heißt, aus der reinen Theorie her, kann ich richtig viel aufdecken. Oh, und so viel Schreine habe ich ja jetzt noch nicht, ne? So, wo ist mein Pferd? Da, da ist der Krog, da machen wir jetzt den Krog als nächstes. Ich will zu meinem Freund, Schlamassel. Ganz da hinten. Ja, gut. Komm. Hup.
Moment. Na gut, da musst du halt jetzt so leiden. Eigentlich hatte ich jetzt gedacht, dass ich hier eine Kutsche habe, aber okay. Bis nach da hinten, das muss man sich mal vorstellen. Also mit dem Pferd ist es dann echt sinnvoller. Ach, direkt bei einem nächsten Schrein. Na, ist ja super. Aber leider auch beim Lager von Bockblins. Hey, das ist First Class Traveling hier, ne? Wieder zwei Krogsamen. So, jetzt ist hier mein Pferd. Und da ist der Schrein. Dann machen wir erst den Schrein, komm. Eigentlich wollte ich irgendwelche Bewohner da befreien oder denen helfen bei der Reise, aber ja, gut, wenn da ein Schrein ist, dann... Aber so dicht ist der Schrein bei dem nächsten. Ja klar, das ist der Schrein... Nee, den Schrein hatte ich noch gar nicht. Oh, nicht schon wieder nackt kämpfen. Mann, ich will nicht immer nackt kämpfen. Ja, den wollte ich eigentlich haben. Ah, verdammt. Okay, ich laufe jetzt hier erstmal weg. So, komm her. Ah, nein. Ich bin so doof. Halt, ich brauche Fusion. Ja, komm. Das ist sogar noch ein einfacher Kampfschrein, ey. So. Das war so ein einfacher Kampfschrein. Ich hab's so verbockt. Also bei den anderen wäre ich ja echt 10-mal gestorben. So wie ich da jetzt gerade rangegangen bin. Naja, egal. Geschafft ist geschafft. Das, was da drin ist, will ich wahrscheinlich eh nicht haben. Sprungfederschild. Naja. Egal. Haben ist haben. Das heißt, den Schrein hatte ich doch auch dann noch nicht, weil ich war doch eigentlich der Meinung, dass ich da drüber einen Schrein gesehen habe. Oder bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Na, Fakt ist, jetzt fehlt mir nur noch ein Schrein, dann kann ich wieder ein bisschen Ausdauer holen fürs Fliegen. So, jetzt wollte ich mal gucken. War da echt kein Schrein? Es ist echt so nah. Okay. So, wo ist mein Pferd? Das ist mein Pferd. Halt, kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt hier gleich, Blitzableiter spiele. Okay, alles gut. So, dann muss ich jetzt nochmal die Kutsche mir machen. Muss ich nochmal zurück zu dem Lager. Fällt mir gerade was auf. Bitte die andere Karte, danke.
What the? Immer wenn der Blitz kommt, ne? Da will ich hin, das heißt also da lang. Kottisch, ganz schön störrisch. Komm, du bist ein ganz lieber Korti. Ich bin anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Oh! Hallo? Ich habe nach hinten gedrückt. Sollten wir erstmal fragen, wo die sind vielleicht. Vielleicht weiß er irgendwas. Aber hier gibt es erstmal Hyrule-Tomaten. Frische Hyrule-Tomaten. Hier stimmt doch etwas nicht. Paragus und die anderen. Sie hätten doch längst über die Brücke da kommen müssen. Was gibt's? Ah, bist du ein Gast? Wenn du etwas im Stall zu erledigen hast, wende dich einfach an die Rezeption. Ich muss hierbleiben, um einige Gäste zu begrüßen, die Reservierung bei uns gebucht hatten. Aber sie sind jetzt schon lange überfällig und noch immer nicht aufgetaucht. Wenn sie bei unserem Stall Halt machen, kommen sie immer über die Otto-Brücke da hinten. Also halte ich von hier aus nach ihnen Ausschau und hoffe, sie jeden Moment erspähen zu können. Es handelt sich um eine Gruppe von Feinschmeckern, um den Koch Paragus. Von ihnen kann ich immer noch was lernen. Diesmal wollten sie mir sogar eines von Prinzessin Zeldas eigenen Rezepten beibringen. Also wenn Paragus die anderen Zelte haben, dann sollten sie ja bei diesem Wetter geschützt sein. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Und ich glaube, vorher hört das schlechte Wetter auch nicht auf. Deswegen sollte ich die... Danke für den Ausdauerbarsch. So. Dann müssen wir jetzt also über die Brücke rüber. Oh, am Lager vorbei. Okay. Wahrscheinlich ist es das Lager, was die stört. Hier war ich doch sogar schon mal. Ah, da vorne sind sie. Da sind Zelte. So, dann reden wir doch mal mit denen. Oh, Hilfe. Brauche Essen. Prinzessin Zeldas Gericht. Wildreisrezept nach Prinzessin Zelda. Wild Hyrule Reis Steinsalz. Effekt: gibt jede Menge Energie. Vorsicht, kein anderes Fleisch als wild verwenden. Hab ich das da? Mal nach Essen sortieren hier. Und wo bekomme ich Hyrule-Reis her? Ich denke mal, es wird hier nirgendwo so einfach rumliegen, ne? Oh, sollte das nicht Wildfleisch sein? Hier sind nur Tomaten, ne? Was ist hier?
Auch nur Tomaten. Auch nur Tomaten. Ah, den Baum kann ich nicht hochheben. Auch nur Tomaten. Mann! Nur Tomaten. Ja, Wild habe ich schon mal. Hier sind auch noch Tomaten. Hier auch noch. Wo? Wo ist er? Irgendwo hier scheinbar. Bist du das? Ha. Das ist doch doof. Ich habe hier nämlich auch nichts in der Nähe. Beim Morgosee glaube ich auch nicht, dass da ein Schrein sein könnte. Ich weiß es jetzt zwar nicht, aber ich würde es jetzt nicht vermuten. Der nächste Schrein ist dann halt hier. Ah, mit dem Pferd wieder weg. Ihr wisst, wie ich das da mache? Komm. Ich verzichte jetzt drauf. Ich mache das jetzt anders. Ich hole mir jetzt bei Terry hoffentlich Hyrule-Reis. Ich hoffe, der hat welches. Ach klar, hier gewittert es wieder, ne? Danke. Ich hoffe, Terry hat das. Kaufen. Alles kaufen. Und hier auch. Alles kaufen. Ja komm, was sind jetzt diese Drachensteine eigentlich wert, die ich da gefunden hatte? Gar nicht so viel. Ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet. Enttäuschend. So, und jetzt muss ich wieder auf die andere Seite kommen. Ohne zu sterben. Na, auf diesen gehen wir erstmal dahin. Ach man, es hätte so gut ausgesehen. Moment, ich schwimme ja flussabwärts. Ugh. Schnell hier durch. Wow. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf dich. Mhm, genau. Der wollte meinen Hintern treffen. So, also ich muss den jetzt kochen. Hyrule-Reis. Was war das jetzt? Wild, Reis, Steinsalz. Okay.
Wild? Nein. Wild? Steinsalz? Und Reis. Wo ist der Reis? Wo ist der Reis? Wo ist der Reis? Wo ist der Reis? Gras? Da. Prinzessin Zelda, Rezept, brauche Essen. Hä? Oh, dieser Duft. Du da, hast du etwa eine Schale mit Wildreis? Ich flehe dich an, bitte gib sie mir. So, erledigt. Oh, dieses Aroma, das ist es. Das Rezept von Prinzessin Zelda, perfekt zubereitet. Markus, Belis, Genet, nehmt ein bisschen hiervon. Danke. Nur dank deiner Hilfe geht es uns jetzt wieder besser. Wir haben dieses Rezept von Prinzessin Zelda gelernt, als wir sie auf unserer Reise trafen. Sie war so freundlich zu uns, obwohl wir nur einfache Reisende sind. Die Prinzessin sagte auch, dass man dem Rezept exakt folgen muss, sonst endet es mit einem Fehlschlag. Wenn ich rausfinde, wer das Wildfleisch durch Monsterteile ersetzt hat... Tut mir leid, die Idee mit den Monsterteilen hatte ich. Ich war einfach neugierig auf den Geschmack. Als Feinschmecker... halte ich es für meine Pflicht, Dinge zu verkosten. Alles einmal ausprobieren ist keine schlechte Sache. Doch jetzt keine Zeit für Diskussionen. Wir müssen schnell zum Stall am Fluss. Wir sind schon viel zu spät dran und ich bin mir sicher, dass Godric sich schon Sorgen macht. Wir stehen in deiner Schuld. Lass es mich noch einmal sagen. Danke. Du kennst uns überhaupt nicht und dennoch hast du uns deine wertvollen Vorräte für uns verwendet. Bitte nimm dieses kleine Symbol unserer Dankbarkeit an. Dann noch das hier. Und... Luxuswild, naja gut. Das ist das allerbeste Wild, das wir haben. Nimm es, dann kannst du davon bei Gelegenheit noch einmal Wildreis kochen. Wir suchen hier noch unsere Sachen zusammen und dann gehen wir gleich zum Stall am Fluss. Hier trennen sich unsere Wege, vielleicht treffen wir uns ja noch einmal wieder. Hm? Na, wenn das nicht der Kollege ist. Der Verbleib der Stammgäste machte mir Sorgen. Ich dachte, ich könnte mal die Umgebung abfliegen und mich umsehen. Und du, Kollege, hast schon einen guten Tipp nachgepicken können, hä? Wie? Den Stammgästen ging es schlecht, aber du hast ihnen geholfen? Aha, dann war also das daran, dem Gezwitscher. Wer hätte gedacht, dass sie auch eine so gute Köchin ist? Sieh an, Prinzessin Zelda. Das hätte ich niemals von ihr erwartet, aber warum eigentlich nicht? So, Kollege, damit sind wir nun vier Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Hier für dich, Nesthäkchen. Eine Sache noch, wir haben eine Belohnung von Kletis bekommen. Ein Krötenanzug, oh. Mit dieser seltenen Ausrüstung kannst du beim Klettern quasi an der Wand kleben, ohne abzurutschen, sogar im Regen. So kannst du ganz bestimmt deinen Aktionsradius ausweiten, Kollege. Auch wenn du keine Flügel hast. Prinzessin Zeldas Rezept für Kampfgeist, das schreibt sich fast von allein. Und jetzt, Abflug! Schön, wir haben jetzt schon die erste Ausrüstung. Audienz bei den sechs Drachen? Ist auch noch offen, ne? Aber ich wollte jetzt eigentlich wieder zum Spähposten und ihr das Foto zeigen. Das, was ihr eigentlich ursprünglich machen wollte, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Aber gut, dann ist das so. Da lang. Das kann ich dir zeigen. Ah, da bist du ja wieder. Na los, zeig Joscha schon dein hübsches Foto der rätselhaften Statue. Hier, bitteschön. Das ist ja kein Zweifel, es handelt sich um das Objekt, das auf dem Fragment abgebildet ist. Danke, Herr Ritter. Dieses Bild bestätigt meine Vermutung, dass auf dem Fragment tatsächlich eine Person dargestellt ist.
Dies ist ein Durchbruch. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Untergrund einst bewohnt war und noch weitere Erkenntnisse birgt. Ich muss sofort zurück an meine Forschung. Ach, aber vorher. Ich wollte dir etwas überreichen als Lohn für deine Hilfe bei der Untersuchung. Dies wurde bei der Erforschung des Untergrunds gefunden. Angeblich wurde es von der Sonor-Zivilisation hinterlassen. Darin posiert irgendeine seltsame Macht. Vielleicht ist es eine Energiequelle. Wer weiß, möglicherweise hilft es dir ja bei der Suche nach Prinzessin Zelda. Bitte sehr. Dank dir habe ich herausgefunden, dass dieses Fragment ein Schlüssel zu einem Geheimnis des Untergrunds ist. Jedenfalls werde ich gleich nachsehen, ob wir bei unseren Fundstücken noch weitere Fragmente haben. Onkel Robby, Herr Ritter, tausend Dank, dass ihr für mich der Sache auf den Untergrund gegangen seid. Hihi. Okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So. Hatte ich mir jetzt eigentlich das Ding hier mal jemals angeguckt? Nee, ne? Weil die hatten sich ja da auch gewundert, was hier... Ja, nice. Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir so noch Energiekristalle. Wir brauchen erstmal eine Raffinerie. Und dafür muss ich ja dann auch nach oben. Na toll, das macht ja gar keinen Unterschied. So, der Krog wollte, wo ist es? Dorf der Soras. Wir müssen aber hier zum Stausee was finden. Das heißt, wir gehen zu Mephas Stätte und von dort aus könnten wir wahrscheinlich ein Foto davon machen. Und dann sollte der Krog ja relativ glücklich sein. Wobei ich natürlich auch gerne jetzt im Untergrund gucken würde, wo sind überall Lichtsäulen, um die Karte des Untergrundes auch noch zu erweitern. So hundertprozentig ist dann hier drunter auch was. Aber guck mal, ich habe doch schon ein bisschen was, habe ich doch schon, ne? Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist jedenfalls etwas. Na komm, Link. Also, er möchte von einem Strudel ein Foto haben. Nein. Strudel. Nee, warte mal. Löschen. Strudel. Besser. Ah, kein Wunder. So, nach oben und jetzt wieder zu Walter Krox. War unter dem Walter Krox? Wartet mal. Bin ich da nicht über einen Schrein? Nee, bin ich nicht über einen Schrein nach oben gekommen. Nee. Hab ich beim Walter Krox eigentlich schon die Wurzel? Ein großer Wirbel im Wasser. So etwas würde ich gerne mal sehen. Hier. Wie, du kannst ihn mir zeigen? Ist das ein Ernst? Werter Held? Na sowas, das ist so... Das ist also dieser Wirbel im Wasser, den mein Freund erwähnt hat? Ziemlich beeindruckend. Da wird einem ja ganz schwindelig, wenn man das Bild nur anguckt. Ha. Vielen Dank, Werter Held. Also hat mein Freund die Wahrheit gesagt. Den großen Wirbel gibt es tatsächlich. Aber mein Freund hat mir noch was viel Seltsames erzählt. Er behauptet nämlich, dass er so einen Wirbel nicht nur im Wasser gibt. Angeblich gibt es auch große Wirbel im Sand.
Wirbelnder Sand, das ist doch Mumpitz. Ernsthaft. Wo ist denn ein großer Wirbel im Sand? Aber egal, wartet mal. Doch, habe ich schon. Okay. Großer Wirbel im Sand. Hm. Ey, guck mal, hier kann ich runter und könnte mir gleich hier einen Schrein holen und hätte da Luft. Wow. Ist ja eigentlich gar nicht weit weg der Weg, oder? Finde ich. Macht doch Sinn. Oh, hier könnte es kalt sein, ne? Ich hab's befürchtet. Wo ist das andere? Da. Ich wollte gerade sagen, sortiere mal ein bisschen. Danke. So, und hier ist das Miasma. Aber ich sehe das gar nicht. Ah ja, hier könnte ich ein Auto zusammenbauen. Okay. Ich will jetzt eigentlich hier hoch. So viel dazu. Das geht ja ganz schnell, da hochzukommen. Jetzt ernsthaft komme ich da nicht hoch? Ah doch, ich wollte schon sagen. Entdeckt. Und runter. Na. Ich möchte nicht sagen, dass es tief ist, aber... Wir gehen gleich zur Wurzel. Und hinten ist irgendwas. Ha! Ich sag doch, die Wurzel holen wir uns noch. Das geht schnell. Okay. Ja. Dann würde ich sagen... Viel Licht war es jetzt nicht. Aber bestimmt finden wir da hinten. Da hinten ist die nächste Wurzel, seht ihr? So, ist das die richtige? Ja, das ist jedenfalls die richtige. Aber wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, in der Richtung ist noch eine. Und hier habe ich noch gar keinen Schrein gefunden, seht ihr? Also, es lohnt sich. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin Eutro, haut rein. Tschö, tschö.